Großversandhäuser sind Dienstleistungsunternehmen mit breitem Kundenstamm. Milliardenumsätze erfordern eine kundenfreundliche Leistungsfähigkeit. Deshalb bietet der Bauer Versand seinen Kunden ein Rückgaberecht der bestellten Waren an. Täglich erreichen 4 dieser LKWs das Bauer Auslieferungslager in Burgkunststadt. Das heißt, es werden pro Tag ca. 8000 Teile zurückgenommen. Die Firma Gebhardt hat hier ein Stetigfördersystem installiert, abgestimmt auf das Leistungsprofil des Hauses Bauer. Als Generalunternehmer plante und realisierte Gebhardt diese Anlage in Burgkunststadt. In der Funktionsübersicht lässt sich die Retourenanlage gut erklären. Nach dem Auspacken der Pakete gelangt die Retourenware zur Datenerfassung. Hier werden alle Daten des Kunden und der Ware in einen Computer eingelesen. Danach erfolgt eine Qualitätskontrolle und Beurteilung und gegebenenfalls eine Datenkorrektur. Anschließend werden die reklamierten Waren aussortiert. Die fakturierungsfähige Ware wird verpackt und zuletzt über einen Warensorter dem Hauptlager zugeführt. Die Postrollcontainer werden zuerst automatisch entleert. Gebhardt installierte bei Bauer ein Stetigfördersystem, das über Gurtförderer die Pakete weitertransportiert. Nicht anlagengängige Sendungen werden aussortiert und manuell bearbeitet. Um einen störungsfreien Paketfluss sicherzustellen, wird die Verschnürung entfernt. An den Auspackplätzen erhält die Ware zuerst eine Retoureneingangsnummer. Zum Weitertransport werden Behälter benutzt, die mit einem Klappcode ausgerüstet sind. Der Steuerungsrechner erkennt über diese Codierung das Ziel des Behälters und befördert ihn zum angegebenen Bearbeitungsplatz. Er fährt zur Datenerfassung. An diesen Plätzen werden alle normalen Retouren bearbeitet. Rechnergesteuert wird eine Verteilung der Behälter vorgenommen. An meinem Arbeitsplatz befinden sich ein Bildschirm, ein Etikettendrucker und eine Lesepistole. Bei Arbeitsbeginn melde ich mich mit der Tastatur bei meinem Rechner an. Den Rest erledige ich mit der Lesepistole. Hier habe ich zum Beispiel 2 Retourenpositionen. Zuerst erfasse ich die Retoureneingangsnummer. Alle weiteren Daten, die ich erfassen muss, sind ebenfalls strichcodiert, wie zum Beispiel die Artikelnummer und die Kundennummer. Zuletzt bestätige ich dem Rechner die erfassten Daten, sodass er die Gutschrift daraufhin erstellen kann. Der Drucker erstellt mir dann ein Omnicode-Etikett. Auf ihm sind alle Daten zur Weiterverarbeitung aufgezeichnet. Und wieder fährt ein Behälter, klappcodiert, zum nächsten Bearbeitungsplatz. In der Gebhardt-Fördertechnik werden die Transportbehälter staudrucklos gefördert. Ein Patent, das zur Humanisierung am Arbeitsplatz beigetragen hat. Die automatische Codeerkennung der Behälter erfolgt über solche Leseeinrichtungen. Sollte an der Sendung etwas nicht in Ordnung sein, gelangt der Behälter in die Datenklärung. Hier kommunizieren die Mitarbeiter auch mit dem Zentralrechner des Versandhauses. Ich bearbeite hier die Klärfälle, also solche Positionen, die zum Beispiel nicht identifiziert werden können. Sehen Sie zum Beispiel hier diesen Warenbegleitschein. Er ist zerrissen und der Barcode ist nicht mehr lesbar. Ich werde deshalb die einzelnen Positionen manuell eingeben.
Den zweiten Bildschirm benutze ich, um den ehemaligen Auftrag aus der Zentral-EDV-Anlage abzurufen. Zum Beispiel, wenn Ware und Warenbegleitschein nicht übereinstimmen sollten. Die Ware gelangt danach zur Beurteilung. Bei Bauer unterteilt man nach Textilien und Hartware. Nach der Plausibilitätskontrolle von Ware, Warenbegleitschein und Omnicode-Etikett wird noch eine visuelle Kontrolle anhand des Kataloges durchgeführt. Danach stellt die Mitarbeiterin den entsprechenden Klappcode ein und schickt den Behälter wieder auf die Reise. Waren, die nicht automatisch den Status A-Ware erhalten, werden hier datentechnisch bearbeitet. Sie sind meist nicht wieder faktorierungsfähig, wie hier dieses T-Shirt mit einem braunen Fleck. Es erfolgt dann eine automatische Stornierung der Gutschrift. Die wiedereinlagerungsfähigen Waren werden an diesen Arbeitsplätzen verpackt. Bauer benutzt dabei entweder Polybeutel oder Kartons. Das Omnicode-Etikett wird auf den Karton geklebt. Über Gurtförderer gelangt die Ware dann zu einem Sorter. Die Information des Omnicode-Etiketts wird im Durchlauf berührungslos erkannt. Die Waren werden somit an den entsprechenden Zielboxen automatisch ausgeschleust. Dies ist ein omnidirektionales Lesegerät. Das heißt, die Etiketten werden wie in diesem Beutel hier, egal wie sie liegen, von der Omnicode-Kamera gelesen und anschließend aussortiert. Das kann ich Ihnen an einem Kontrollmonitor einmal vorführen. Der Beutel liegt diagonal zur Laufrichtung des Bandes. Die Kamera erkennt den Fleckencode unabhängig von Farbe, Form und Verpackung und zeigt sofort die entsprechende Nummer der Zielbox an. Ob eingeschweißt in einem Polypack oder bis zu 40 cm hoch auf einem Karton, das Omnicode-System erkennt den Fleckencode sofort. Folgende Anforderungen wurden an das Omnicode-System von Gebhardt gestellt. Lesefähigkeit von 0 bis 360 Grad. Lesen bei einer Neigung bis zu 20 Grad, variable Leseebene von 0 bis 400 mm, Durchflussgeschwindigkeit von 1 Meter pro Sekunde, Lesegenauigkeit größer als 98%. In der Stückgutbearbeitung gelungen. Modernste Technologie beim Großversandhaus Bauer in Burg Kunststadt. Gebhardt, der Fortschritt in der Fördertechnik.